Hey Leute, heute Fußballschuhe, die relativ unspektakulär aussehen und doch ein wahres Highlight in unserem Schuhsortiment sind. Viele Leute werden sehnsüchtig auf diese Fußballschuhe gewartet haben. Es handelt sich um den Adidas 11 Pro SL. SL bezeichnet immer, dass es eine Super Light Version oder eine besondere Ausführung der Fußballschuhe ist. Und so ist es auch bei den Schuhen, die wir hier haben. Auch wenn der Adipure hier etwas unspektakulär vielleicht aussieht, handelt es sich um Fußballschuhe, die zwei Welten miteinander kombinieren. Zum einen kommt vom Design her ein Adipure-Fußballschuh zum Einsatz, wie in der aktuellen Kollektion. Zudem wurde dazu kombiniert eine Sohle aus dem F50. Das heißt, wir haben an der Unterseite ein Speed-Traction-System und eine Sprint-Frame-Sohle, die für ein geringes Gewicht der Fußballschuhe sorgt und an der Vorderbereich eine besonders gute Traktion ermöglicht und schnellen und wendigen Spielern schnell Richtungswechsel garantiert. Das Besondere zudem ist, dass der SL-Fußballschuh im vorderen Bereich nicht auf ein Taurus-Ledermaterial setzt, sondern auf ein weiches Känguru-Ledermaterial, wie wir es aus dem Copa Mundial kennen, was für eine noch bessere Passform sorgt und sich noch besser dem Fuß anpasst. Alle diese kombinierten Features haben natürlich einen Preis und so ist der Adipure SL nichts für den kleinen Geldbeutel, aber es ist ein Schuh, der für absolute Spezialisten gedacht ist und der mit dem Design, so wie er hier ist, zudem absolut zeitlos ist. Das heißt, ihr habt einen Schuh, der vom Design her ziemlich lange aktuell sein wird. Adidas wird die 11 Pro Serie nicht groß überarbeiten, auch während der WM nicht. Und mit dem Känguru-Ledermaterial wirklich Fußballschuhe, die sehr weich sind, die sich sehr gut dem Fuß anpassen und ein absolut modernes Nockensystem unten drunter. Solltet ihr Fragen zum Adipure SL haben, gerne über die Comments, Facebook oder auch bei Twitter. Generell würde mich bei dem Schuh interessieren, was haltet ihr von solchen Schuhen? Machen solche Schuhe für euch Sinn? Würdet ihr so viel Geld für solche Schuhe ausgeben? Oder seid ihr der Meinung, der Unterschied zum normalen Adipure ist eigentlich nicht groß genug?